Hallo Leute und willkommen zurück. Und in diesem Video geht es um das Schlagzeugprogrammieren in einem DAW. Das ist eine Videoidee, die von Zero kam und ich bedanke mich sehr für die Idee, weil es ist eine sehr schöne Idee. Und er hat auch noch eine Frage zu einem Schlagzeug-Plugin, aber zu dem komme ich am Ende des Videos. Wir gehen erstmal direkt rein zum Schlagzeugprogrammieren und wie das alles abläuft. Wenn wir ein Schlagzeug programmieren, was wir dabei machen, ist, wir imitieren einen Schlagzeuger. Das sollte einem jedem klar sein bei der Programmierung eines Schlagzeugs. Wer jetzt elektronisches Schlagzeug programmiert für einen elektronischen Song oder Hip-Hop und so weiter, kann diese Regeln praktisch ignorieren und kann da ein bisschen sehr viel freier arbeiten. Wer jetzt in einer normalen Rock- oder Pop-Produktion ist oder auch Metal-Produktion ist, wo der Sinn der Schlagzeugprogrammierung praktisch ist, einen Schlagzeuger zu imitieren, dann sollte man eindeutig darauf aufpassen, dass man tatsächlich einen Schlagzeuger imitiert. Was erstens bedeutet, dass man die Limitierung eines Schlagzeugers im Kopf behält. Einer der größten Limitierungen eines Schlagzeugers ist, dass er nur 4 Körperteile hat, mit denen er das Schlagzeug kontrollieren kann. Außer wir haben jetzt irgendwo einen speziellen Mensch, der mutiert ist und einen dritten Arm hat, ist das generell die Limitierung, die wir im Kopf behalten müssen. Es gibt insgesamt 2 Arme mit Händen und 2 Beine mit Füßen. Mit den Beinen kontrollieren wir zum Beispiel die Kick und die Hi-Hat, ob sie geöffnet oder geschlossen ist. Und mit den Händen spielen wir Sachen wie die Hi-Hat, die Snare, die Toms und auch die Crashers. Gehen wir mal ganz kurz über ein Schlagzeug und wie dieses aufgebaut ist. Bei einem wirklich simplen Schlagzeugaufbau, wir haben eine Bassdrum mit einem Bassdrum-Pedal, wir haben eine Hi-Hat, die auch mit einem Pedal kontrolliert wird, dann haben wir eine Snare, 1 bis 2 Toms oder mehr. In einem mehr klassischen, sehr einfachen Schlagzeugaufbau hat man meistens 2 Toms, eine höhere Rack-Mounted Tom und eine Floor-Tom und dazu haben wir meistens 1 oder 2 Becken für Crashes, für Akzente und wir haben noch meistens eine Ride mit dazu. Wenn wir diesen Aufbau haben und wir stellen uns vor, dass wir natürlich jetzt als ein rechtshändiger Schlagzeuger, tut mir leid für alle Linkshänder unter euch, für mich macht das am besten für die Visualisierung, ein rechtshändiger Schlagzeuger hätte praktisch mit seinem rechten Fuß, spielt er die Bassdrum, mit seinem linken Fuß öffnet und schließt er die Hi-Hat, mit seiner rechten Hand spielt er die Hi-Hat und mit einem linken Hand spielt er die Snare in einem normalen klassischen Beat. Und genau das kann dann zum Beispiel so klingen. Das ist zum Beispiel ein sehr einfacher Beat. Oder eine andere Sache, die die Hände auch mitmachen können, sind Filz spielen mit der Snare und den Toms und auch den Becken. Das kann zum Beispiel dann so klingen. Das ist zum Beispiel einer der ein Fill, den man spielen kann. Es gibt aber sehr viele Fills, über die wir jetzt nicht gehen, sondern wir gehen über die einfachen Sachen jetzt. Nachdem wir diese kleinen Sachen verstanden haben, gehen wir mal in unser DAW und schauen uns mal ein Schlagzeug-Plugin an. Ich nutze das DAW Reaper und ich nutze für die Schlagzeugprogrammierung Superior Drummer von Toontrack. Superior Drummer 3 ist einer der unglaublich und unzähligen Schlagzeug-VSTs, die es gibt. Andere Sachen, die es gibt, sind zum Beispiel Easy Drummer, es gibt von Sennheiser Drumica, welches nicht mehr wirklich existiert. Man kann es runterladen, aber es gibt keine Seriennummer mehr dafür. Das heißt, im Contact Player, in dem freien Contact Software, kann man es nur noch als Demo verwenden, außer in einer kostenpflichtigen Contact-Variante. Dann gibt es Get Good Drums, es gibt Addictive Drums, es gibt so viele Schlagzeug-VSTs da draußen, auch kostenlose, die gut sind. MT Power Drum Kit heißt, glaube ich, eins, das ist auch sehr okay für seinen Preis. Oder auch das Steven Slate Digital 5.5, welches es kostenlos gibt, mit halt einem Kit. Das habe ich einmal in einem anderen Video gezeigt. Der größte Unterschied zwischen diesen ganzen Plugins sind die Samples, die verwendet werden und die Variationen der Samples, die drin sind. Zum Beispiel ein Plugin wie Superior Drummer 3 oder halt Easy Drummer nutzt halt viel mehr Samples pro Velocity-Ebene und praktisch ein viel mehr und eine viel genauere Einstellung der Lautstärke des Schlags praktisch zu geben als ein kostenloses Programm. Womit natürlich das gekaufte Programm natürlich realer klingt, aber man kann natürlich auch selbst das kostenlose Programm gut klingen lassen. Innerhalb von Superior Drummer 3 habe ich hier ein Schlagzeug, welches ich selber konfiguriert habe. Es ist keiner der Standard Drumkits, es ist ein Drumkit praktisch nach meinen Vorlieben. Aber ich möchte mich nicht zu sehr
auf das Programm konzentrieren, sondern vielmehr über das Programmieren. Weil jeder nutzt ein anderes Drum-VST da draußen und ich kann nicht alles zeigen. Wir gehen rein über das Programmieren. Wir stellen mal eine kleine MIDI-Spur und öffnen mal die Piano-Roll. Wenn ihr es könnt, ändert bitte die Piano-Roll zu den sogenannten Drum-Modus. Sehr viele Piano-Rolls haben diesen Modus, was das Schlagzeug-Programmieren einfacher macht. Innerhalb von Reaper könnt ihr das hier oben ändern. Ich persönlich nutze die dreieckigen Noten, weil die besser zu sehen sind als die normalen hier Rechtecke. Genau sowas ist Präferenz. Ich nutze die Dreiecke. Wir fangen damit an, einen einfachen Drumbeat zu programmieren. Wirklich den simpelsten Drumbeat, der existiert. Das ist die Kick auf die 1 und 3, die Snare auf die 2 und 4 und jeweils eine Hi-Hat, die 8. Noten spielt. Das machen wir mal ganz kurz. So. Und ich mache das hier mir einfacher mit Copy und Paste. Und schon haben wir einen sehr einfachen Drumbeat. Jetzt reden wir mal über die Velocity von MIDI-Dateien. Die Velocity sagt praktisch aus, die Lautstärke oder die Schlagstärke, die MIDI-Note an das VST-Programm sendet. 127 ist der stärkste Schlag, der passieren kann, und 0 der leiseste. Praktisch nichts mehr. Das erste, was wir machen, um ein eher realistisches Schlagzeugspiel zu nehmen, ist, wir gehen nicht mehr hoch auf 127. Normal gehe ich eher mal zu 100, einem Velocity-Wert von 100. Das klingt viel mehr besser, weil ein Schlagzeuger spielt nicht zu absolut jedem Zeitpunkt immer mit voller Stärke. Dann hätte das ganze Schlagzeug keine Dynamik mehr und es würde langweilig klingen. Eine Sache, die wirklich ein Schlagzeug interessant macht, sind die Dynamik zwischen zum Beispiel der Strophenteil und dem Refrain. Der Strophenteil praktisch ein bisschen leiser gespielt wird und der Refrain natürlich dann in voller Lautstärke gespielt wird. Dynamik macht sehr, sehr viel aus und deswegen wollen wir die Velocity runternehmen. Für jetzt zum Beispiel einen Strophenpart, wir gehen auf 100. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch zu 127. So klingt 127. Und so klingt 100. Wir hören auf jeden Fall, dass die Intensität der jeweiligen Elemente weiter runtergegangen sind. Und das wollen wir eigentlich auch. Wir können natürlich die Intensität der einzelnen Elemente natürlich einzeln anpassen. Wir können zum Beispiel sagen, die Kick bleibt bei 100, die Snare-Schläge sind vielleicht ein bisschen höher bei 110. Und die Hi-Hat nehmen wir ein bisschen niedriger auf 90. Jetzt ist eine Sache zu verstehen bei der Velocity, und das ist, wenn ein Schlagzeuger zum Beispiel ein 8. Groove spielt, spielt er immer den ersten Schlag stärker als den zweiten Schlag. Das ist tatsächlich immer so. Das passiert auf einer praktisch unterbewussten Ebene, und das gibt praktisch den 8. Groove, den die Hi-Hat spielt, ihre Charakteristik. Das heißt, bei unserer jetzt 8. Hi-Hat können wir jetzt so die Hi-Hat-Noten, die in den Offbeats sind, auswählen und können die zum Beispiel nochmal niedriger nehmen von dem Velocity-Wert auf vielleicht 80. Wenn ich mal ganz kurz die Hi-Hat mal kurz Solo setze. Es wird leiser, ich mach mal höher. Und das hat schon einen eigenen Groove dadurch. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder die hier auf 90 bringe, ihr hört, dass es sehr statisch ist. Gehe ich wieder runter auf 80.
habt ihr dieses Hoch und Runter. Das ist eine sehr natürliche Sache, die passiert beim Schlagzeugspielen. Und so kann man das zum Beispiel auch mit der Bassdrum machen. Wenn wir den Drumpart jetzt mal kurz leicht anpassen, wir würden hier eine weitere Kickdrum reinnehmen, die jetzt nicht hier 127 ist, sondern bei 100. So, wir gehen jetzt zum Beispiel zu diesem Drumpart. Würden wir auch diese Offbeat Bassdrum auch runternehmen von der Velocity auf eventuell 90. Damit klingt das alles noch mal natürlicher. Würden wir jetzt hier zum Ende eine Snare Roll haben für unseren Film, um in einen weiteren Jump Part reinzugehen, um jetzt auch mal Filz anzusprechen. Wir wollen nicht den Fehler machen, dass alles auf der gleichen Velocity ist, sondern klingt das wirklich mehr so wie ein Maschinengewehr. Besonders wenn wir mal ganz kurz hier zum Beispiel mehr Snares reinnehmen. Klingt wie Maschinengewehr, das wollen wir natürlich nicht. Hier können wir, wenn wir jetzt zum Beispiel solch einen Film machen, so ein schneller Film, welches für den Jump Beat absolut ungeeignet ist, wir können hier einfach jeweils den zweiten Snare-Schlag runternehmen von Velocity. Das klingt komisch aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Wir nehmen es mal ganz kurz weg. Und wir machen es genau das gleiche. Der zweite Schlag ist immer niedriger im Velocity als der erste Schlag. Wir gehen also hier von 110 auf 100 runter. Ich höre mal den ganzen Drumbeat an. Und das kriegen gleich vier echter. Jetzt kommen wir zum Timing beim Schlagzeugspielen. Ein echter Schlagzeuger ist niemals hundertprozentig auf dem Takt. Es klingt vielleicht, wenn du ein Metronom dazu legst, dass er auf dem Takt ist, aber er variiert praktisch um Millisekunden, um jeden praktisch Taktschlag. Gehen wir mal ganz kurz rein in mein Cover von Jonathan Cotens AI Your Brain, wo ich das Schlagzeug selbst eingespielt habe. I think I speak for all of us when I say I understand. Und wir gucken uns mal die Schläge an. Wir sehen, dass keiner der Schläge, die ich gespielt habe, auf dem Takt ist. Das liegt einerseits daran, dass ich ein anfänglicher Schlagzeugspieler bin, aber im Normalfall hätte man nicht solch große Variationen vom tatsächlichen Takt. Bei mir ist es jetzt so, normalerweise hätten wir natürlich ein paar Millisekunden Unterschied praktisch von den jeweiligen Taktschlägen. Das bringt natürlich einen sehr natürlichen Sound rein, den wir durch die Quantisierung, also genau diese Taktschläge, die nicht auf dem Takt sind, forcieren wir mit Gewalt auf den Taktschlag. Und das klingt dann alles halt wie ein Computer. Modernes Metal ist voll mit diesem Sound und wir wollen das halt minimieren. Jetzt könnte man natürlich reingehen in jede einzelne Note. Wir könnten hier sowas wie ein Snap to Grill ausmachen. Wir könnten jetzt einzeln bewegen. Was ich eher euch rate, ist zu lernen, wie ihr in euren DAW innerhalb der Piano Roll die Humanisierung-Funktion machen könnt. Oder Humanize nennt sie sich meistens. Ich finde sie unter View und dann hier Humanize. Was diese Funktion macht, es nimmt praktisch einen Zufallsgenerator und ändert jeden Schlag um einen bestimmten Wert. Velocity möchte ich nicht weiter anpassen, das habe ich angepasst. Ich möchte nur das Timing anpassen. Und wir könnten hier unten auch sehen, in der Piano Roll, wo wir hier die Schläge zu sehen haben, wenn ich mit dem Timing umgehe, wir sehen, dass sich das Timing ändert. Und mit dem Timing Bias können wir sagen, soll er mehr hinterm Takt spielen oder soll er mehr vor dem Takt spielen. Ich mache das jetzt auf 0%. Wir hören uns nochmal das Ding an. Komplett quantisiert auf den Grid. Das klingt komplett normal, so wie wir es kennen. Wir humanisieren das jetzt. Alle Noten bitte. Um insgesamt 16%. Das ist jetzt relativ viel. Und wir hören auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht mehr eine konstante Geschwindigkeit haben, sondern dass die Geschwindigkeit sich leicht variiert. Das ist natürlich jetzt sehr hart. Hier würde ich eher tatsächlich nur so eine Humanisierung von ein paar Prozent machen.
Aber das klingt schon viel, viel besser. Eine Sache, die ich ganz gerne mache mit den Humanisierungs-Feature, ist, dass ich nur zum Beispiel jetzt die Kick auswähle, gehe hier rüber auf selektierte Noten und mache jedes Element einzeln. So kriegt jedes Element einen extra praktischen Zufallswert und das klingt einfach noch mehr menschlicher nach meiner Meinung. Ich würde hier persönlich mit der Velocity noch ein bisschen runtergehen. Aber sonst so viel. Ja. Und das ist tatsächlich die Grundlagen vom Schlagzeugprogrammieren. Jetzt zeige ich euch jetzt mal kurz einen Fill. Jetzt mal einen Drumbeat, der unmöglich zu spielen wäre, von einem Schlagzeuger. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beat, der komplett unmöglich wäre für ein Schlagzeuger zu spielen. Erstens klingt es scheiße. Und darum geht es nicht. Wir sehen zum Beispiel, wir haben hier die Kick, das ist eine Double Kick. Die ist komplett normal. Auch die Snares ist nochmal komplett normal. Gehen wir schon mal zu der Hi-Hat. Diesen typischen Offbeat-Groove, den man zum Beispiel in Regular Ska findet. Mit einem sehr hastischen Auf- und Wieder-Zumachen der Hi-Hat. Plus, dass während ich die Hi-Hat spiele, ich eine Crash spiele, was technisch gesehen möglich ist, würde ich jetzt zum Beispiel den Schlag hier zum Beispiel hier hinpacken. Würden wir jetzt praktisch einmal die Hi-Hat spielen, wir würden einmal eine Crash spielen und wir würden eine Snare spielen. Dafür bräuchtest du drei Arme und das ist unmöglich. So, das könnte cool klingen, aber achtet darauf, das ist unmöglich. Programmiert lieber einen Schlagzeug-Groove, der möglich ist. Jetzt zum Schluss gehen wir über die Frage von Zero nochmal. Und er hat gefragt, ob er in Sennheiser Drumica ein externes Sample verwenden kann, wie eine Cowbell oder ein China-Becken, um die Sample-Möglichkeiten, die er hat, zu erweitern, um für weitere Sounds. Um es kurz zu beantworten, nein, so geht es leider nicht. Du kannst innerhalb von Sennheiser Drumica keine weiteren Samples hinzufügen. Das habe ich selber ausprobiert. Es geht leider nicht. Einzigste Möglichkeit, die ich für dich gefunden habe, ich mache das jetzt innerhalb von Reaper und du musst es jetzt herausfinden, wie das in Ableton Live geht. Hast ja gesagt, ist ja dein DAW. Aber es sollte auch gehen. Was wir nutzen, sind Routing-Optionen innerhalb von DAWs. Das sollte eigentlich jedes DAW so gut wie es geht eigentlich beherrschen. Wir können einmal Audiosignale und MIDI-Signale von einer Spur in eine andere Spur senden. Innerhalb hier von Reaper habe ich jetzt zwei Spuren. Auf der einen Spur ist mein Schlagzeug, in diesem Fall mein Superior Drummer 3. Und auf der anderen Spur habe ich einen Sampler, einen Freeware-Sampler sogar, der ist ziemlich gut sogar. Der nennt sich TX16WX3. Und hier fügen wir praktisch jetzt unsere Samples, die wir verwenden wollen, mit hinzu. Ich suche mir jetzt ein Sample raus, um es zu demonstrieren. Ich gehe mal ganz kurz auf mein NAS, weil da habe ich meine Samples drauf. Und ich nehme jetzt ein Clap-Pimp mit hinzu. Jetzt suche ich mir irgendein Clap raus. Und via Drag and Drop ziehe ich den auf die Mininote, die ich haben möchte hier drin. So, ich habe es jetzt auf C1 gewählt. Du müsstest jetzt gucken innerhalb von Sennheiser Drumica, wo hier keine weiteren Samples gespielt werden, auf welcher weiteren Mininote. Packst du da einfach die Samples rein, musst einfach beim Programmieren darauf achten, wo sie sind. Ich habe auch schon meine Schlagzeugprogrammierung angepasst, wo ich eine Note auf C1 habe. Hier in Superior Drummer ist hier eine Hi-Hat, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir senden jetzt über diese Routing-Option mit einem Send die Audio- und Mini-Daten auf die andere Spur. Wir wählen also bei Add New Send aus zwei Claps, zweite Spur namens Claps. Wir wollen keine Audio senden, deswegen können wir bei Audio gleich auf None gehen. Und jetzt ist das ganz, ganz wichtig, ist wann innerhalb des Signalweges wird das Signal auf die andere Spur gesendet. Wenn wir uns jetzt ein Mischpult vorstellen, ein traditionelles Mischpult, haben wir ganz oben praktisch den Mikrofoneingang, der geht in den Preamp rein, dann haben wir meistens ein Send, dann kommt Equalizer, Kompressor, eventuell noch andere Effekte und dann geht's
in den Volume-Regler und dann geht es auf die Stereospur oder auf den Master in diesem Fall. Es gibt insgesamt mehrere, ein paar Varianten, wie wir ein Signal senden können. Normalerweise in Reaper wird Post-Fader und Post-Pan ausgewählt. Das bedeutet, erst am absolut letzten Punkt des Signalweges wird das Signal auf eine weitere Spur gesendet. Was wir nicht wollen, weil da werden keine MIDI-Daten leider versendet, wie wir hören können. Unser Sample wird nicht getriggert, das heißt, die MIDI-Dateien geht nicht auf die zweite Spur. Wie wir das ändern können? Wir gehen vom Post-Fader auf Pre-Effects. Also nochmal mit unserem Mischpult, direkt nach Mikrofon und direkt nach dem Preamp geht es direkt in eine weitere Spur rein. Und so wird auch die MIDI-Dateien mit rüber gesendet. Und jetzt wird auch der Sample getriggert, wie wir hören. Yay! Und das ist die Möglichkeit, die ich für dich habe, um mehr Samples zu verwenden. Es ist ein bisschen umständlich, aber ich hoffe, du kannst damit umgehen. Und ja, das sind auf jeden Fall die Grundlagen zum Schlagzeugprogrammieren. Wenn ihr noch mehr ein Video über die ganze Tiefe haben möchtet, lasst es mich wissen. Aber ich glaube, das sollte die meisten von euch dazu bringen, tatsächlich ein normaleres und ein viel menschlicheres Schlagzeugspiel programmieren zu ermöglichen. Was für ein Satzbau. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Deutsche Musiker. Ciao.